Real Filled Mercury. Salam alaikum. Hi. Hi Leute, wie geht's euch? Ich hoffe, ihr hattet einen angenehmen Abend bisher. Wir haben folgendes Problem. Ich habe das Spiel noch nie gespielt. Ich weiß nicht, um was es geht. Aber ich wäre nicht ich, wenn ich das nicht lösen könnte. Gott sei Dank bin ich ich und nicht ihr. Deswegen werden wir das schwuppsiwupps lösen können. So, Nippel. Da hinten sehe ich schon was. Ich muss auf die andere Seite. Alles klar, machen wir gleich. Wir haben eine kleine Kratzwunde am rechten Arm. Auch Schwester, wie nennen wir den Bereich? Das ist der Extensor Digitonarm, gell? Ja, ja, ich weiß schon. Da haben wir eine kleine Kratzwunde. Oh, 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 da haben wir auch was. Aha, egal. Keine Zeit. Bein. Hat er was am Fuß? Der hat der nicht, aber der hat hier nichts. Am linken Bein. Da ist was. Da ist ein kleiner, da ist was. Am Peroneus Longus. Ah, Digga, Ben, ne, oder krass, wie soll wohl um? Ja, ja. Der hat am Peroneus Longus. Am Unterarm. Linke Seite. Ist das jetzt der, ist das, ich sehe es jetzt nicht richtig. Ist das jetzt der Brachio Radius? Radius oder ist das der andere Brachio? Ich weiß nicht. Egal, Schwester, Sie wissen schon. Wir schreiben jetzt auf erstmal und dann klären wir das. Ja, wir drehen erstmal Arm. Guck mal hier, da ist nichts. Ja, ja. So, folgendes. Sie sind ja schon krank, Sie sind ja schon gestorben. Sonst würde ich mit Ihnen eine Routineuntersuchung machen. Oh, das sieht gar nicht gesund aus. Aha! Was ist denn das? Ah. Gesicht. Gesicht, linke Seite. Hat er ein paar Probleme an. Gesicht, linke Seite hat er ein paar Probleme. Der hat ein paar Akne. 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9. Ah, du schießt dann, weißt du? So. Sind wir jetzt fertig mit dir, Kerle? Album. F. Rücken. Der hat doch was am Rücken gehabt. Aha. Dreh dich, Kerle. Au, oh, 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 ich seh schon. Ich seh schon. Der hat was am Rhomboid. Am Rhomboid hat er was. Das muss man natürlich untersuchen. Sieht aus wie ein Geschwür. There we go. Am Rhomboid. Am Rhomboid hat er was. So, Kerle, folgendes. Diagnose. Du bist halt tot. Das ist mein Prinzip. Das ist halt mein Diagnose. Jetzt Endfazit. Du bist gestorben. An was, weiß ich nicht. Ob das dich noch interessiert, keine Ahnung. Weiß ich auch nicht. Aber ich muss es halt eintragen in Klemmbrett. Hämorrhoiden, du hast auf deinem Kopf hast du Flecken. Auf deiner linken Schulter hast du Keratalyse, wie ich das gesagt habe. Und auf rechte und linke Arm hast du eine Hämangiom. Linke Bein hast du eine kleine Prellung. Wahrscheinlich vom Fußballspielen. Aber das spielt ja keine Rolle jetzt. Why didn't you let me die? Ich weiß nicht. Du machst mal bitte deine Augen wieder zu, gell, Kerle? Du bist tot. Okay? Brauchst du mit mir nicht quatschen. Du bist gestorben. This is all your fault. Ja. Entschuldigung. Legen Sie sich bitte wieder hin. Legen Sie sich bitte wieder hin, Dankeschön. Also, das ist für eine Frechheit, mich so zu erschrecken. Alright. Alright. Check, gleich den Körper zurückbringen, jawohl. So, ich hoffe, Ihre Behandlung war zufrieden bei uns, gell? Okay, wir gehen jetzt zurück in den Schrank, nein. So, Salam alaikum. Den haben wir? Wir haben Avocado irgendwas, gell? Dorothy Avocado, einen. Wie ich schon vermerkt habe, haben Sie ein Stirn an ihr, an... Hopp, Licht da an wieder. An ihr Stirn haben Sie eine kleine Wunde. Ja. Weißt du nicht, wie du das gemacht hast? Kleinen Dings, Batschak, aber an deiner Hand hast du auch was. An dein Lubrikal. Entschuldigung, dass die immer wieder das Licht ausmachen. Okay, hallo? Oh. Glaubt, die ist nicht tot. Hallo?
Hallo. Senin ananı, avradını, yatırırım bak çocuk. Gel buraya. Alo, alo. Alo. Ananı sikerim. Bak, wenn du noch einmal Verstecken spielst. Senin. Neyse. Schwester, was ist das für ein Bereich? Das ist doch der Herrenneus Longus, oder? Oder sehe ich das jetzt falsch? Nein, das ist der Extenso Digitorum Brevis. Also, wenn ich nicht ich wäre, dann wäre das halt echt schwer. Aber Gott sei Dank bin ich ich halt, ich, weißt du? So, was brauche ich als nächstes? Einbalsamierungsflüssigkeit pumpen mischen. Och. Och. Ja, jetzt sehe ich wieder aus wie 40. Jetzt siehst du doch aus wieder wie 40, gell? Junge Frau, junge Dame. Ja, ja. So, ich nehme dich kurz mit. Aber Frau Avocado, zurück in Morg rein. So, ich habe schon beim Bewegen der Leiche gesehen, der hat an der Wange. Ja, etwas, das kann man direkt notieren. So, wir haben hier eine kleine Wunde am Extenso Digitorum. Ist ganz klar. Schreit, notieren wir uns natürlich auch auf. Aha, da haben wir nichts. Alles klar, wir gehen runter zum Fuß. Da beim Extensor Digitorum Brevis oder ist es der Hallucis Brevis? Bin ich mir nicht ganz sicher. Eins von den beiden, okay. Haben wir eine kleine Schürfwunde. Muss man auch notieren. Ist wichtig. Auf der anderen Seite können wir mal gucken jetzt. Ah, da haben wir wieder was beim Tibialis Anterior. Seht ihr das? Tibialis Anterior. Ne, auf der linken Seite seht ihr das ganz genau. Da haben wir auch ein Ding. Das ist ein Schwurf. Das ist ein. Wir gehen zum linken Arm. Ja. Ist alles sauber hier. An Schulter hat der Kerl nichts. Wir drehen den um, den Kerl. Ist das der Therese Major oder ist das der Roboid? Oder ist es ein Trapezius? Ich würde sagen, das ist ein Trapezius. Am Trapezius hat er auch einen Ausschlag. Weißt nicht, wo du dich rumgeführt hast, aber du hast schon ein bisschen Probleme gehabt. Geh, Kerle. Seine Sicherde. Ost. Eschedon Laila Hilalah Veschedon Mohammedan Abdurus. Bleib doch liegen. O eli indir. O eli indir, seni pis dağıtırım bak çocuk. O eli indir indir. Elini indir amına kodun mu bu mouse'u kafanı gözünü yararım sen. Soll ich es da rein? Maurice Costa. La Costa, seni pis sikerim bak çocuk. La. Oh, das ist ein langer Gang. Dafür bin ich nicht geschult. Entschuldigung, dafür bin ich nicht geschult. Hallo, hallo. Hallo, hallo. God was left you. Töbe, töbe. Dinsiz, imansız, kitapsızlar. Das ist jetzt etwas. Das ist jetzt etwas, dafür haben wir uns jetzt nicht gemeldet. Dafür haben wir uns echt nicht gemeldet. Nereye gittin bacım? Şu ışığı bir açın, açın. Şu ışığı bir... Mach dieses Licht doch einmal an, Digga. Ananı sikeceğim şu ışığı. Seni, iblisi, bütün kudubet arkadaşlarını pis yatırırım bak. Ich will auf alles sagen, Freunde, die sind verpissen. Yanarsınız bak, yanarsınız. Cehennemde yakarım sizi çocuk. Ihr kleinen Peaches. Hol doch dein Freunde, allein kommst du nicht klar, oder was, du kleinen Pisser? Weiter mit Arbeit. 69 Jahre alt bist du, ne?
Ich bin schon im guten Alter gestorben. Köster. Labirator, lass mich doch einmal in Ruhe, ich muss arbeiten, Kerle. Du kannst da machen, was du willst, war gar keine Zeit für dich. So. Plutarolle Dehydrid. Das ist der hier. Und zum guter Letzt braucht Formaldehyd. Formaldehyd ist das. So. Also ich habe mal eine Dokumentation angeguckt, damals mein Professor meinte mir, ja, weil ich habe ja auch studiert natürlich, ich habe das Ganze ja auch gelernt, ja. Mein Prof sagte mir damals, du, von den Toten brauchst keine Angst haben, sondern von den Lebenden. Er hat es mir gesagt, da war ich noch ein Jungspund, weltweit. Ich habe ja zuerst ein Praktikum gemacht, in der inneren Medizin, mit 15, ich bin sehr, sehr krass. Ja, ich habe ein Praktikum gemacht mit 15 in der inneren Medizin, bin dann rüber gewechselt zur Neurologie, von der Neurologie aus Urologie, das hat mir am meisten gefallen eigentlich. Ja, weil da bist halt spannender Bereich, Urologie spannender Bereich, sehr tiefsinnig. Da geht es auch manchmal sehr hart zur Sache in Urologie, ja, ist auch manchmal glitschig, als nicht für jedermann, ja, ist nicht für jedermann. Das ist halt nicht für jedermann. Aber grundsätzlich fühle ich mich am wohlsten in der Neurologie, bin ich ehrlich. Habe aber im Laufe meiner Ausbildung einen Einsatz auf dem Friedhof gehabt, im Krematorium. Ja, ja, der kenne ich auch. Da geht's auch heiß zur Sache. Also wir zwischen Fachleute, das ist halt witzig. Schon Schenkelklumpe. Also das muss ich jetzt ehrlich zugeben. Also manchmal, da kann ich mich selber jetzt nicht halten. Also manchmal, da kann ich mich echt nicht halten. Ich bin doch manchmal so ein witziger Kerl. Also das ist halt der Wahnsinn. Das ist halt echt. Manchmal ist es halt. Das ist halt eh keine Sache, du. Halte mich her, Doktor. Die sind halt echt ein lustiges Kerlchen. Ja. Das ist halt am Anfang, man denkt es nicht so am Anfang, aber. Nach einer Zeit, gell? Nach einer Zeit. Bei deinem Wissen kann ich echt nicht mehr, kann ich echt nicht mithalten, Herr Professor. Nee, das ist jetzt Bluff. Ja, Knobi-Mobi, gerne. Knobi meine ich, Entschuldigung. Das ist eine Sache des Blickwinkels, ja. Manche haben mehr, manche haben weniger, das ist ja auch kein Problem. Ja. So wie ich immer sag, so der... Wir haben mal 2 Meter zur Verfügung, wie wir es aufteilen, ist halt uns selbst überlachen, gell? Das ist halt die Sache. Das ist uns alle selbst überlassen, ne? Der eine teilt es in Sachen hier oben auf, weißt du? Ne? Der andere, das ist halt ein Herz. Ne? Das ist halt so eine Sache für sich, gell? Das ist halt so eine Sache für sich, als nicht 2 Meter. Das ist halt, ne? Ja, machen wir weiter hier in der Arbeit. Machen wir hier weiter in der Arbeit, ne, gell? Gell? Machen wir weiter hier, gell? So, aber tatsächlich würde ich mir einen kurzen Augenblick nehmen für mich, weil ich würde gern kurz für kleinen Chirurgen, Mensch. Ich komm gleich, gell? Wolltet ihr mit jemandem sprechen in der Zeit? Zitern haben wir ihn lange nicht mehr gehört. Okay. Entschuldigung, sind Sie der kleine Zitern? Genau. Haben Sie gerade. Hat deine Zunge sich gerade gestolpert vor deinen Zähnen oder wie soll ich da gerade gekaspelt? Ich bin. Also, das ist doch Wahnsinn. Das ist doch. Hallo? Ich bin sehr nervös gerade. Wie darf ich ihn denn nennen, Herr Zitern? Ist das ein Reiz? Bitte? Zidane ist schon richtig. Zidane, können wir das dann bei Zidane blasen, gell? Ja, gut, folgendermaßen, Zidane, Herr Zidane. Ja. Sind Sie der Herr Zidane oder sind Sie die Miss Zidane? Ich bin, also, für Herr bin ich noch zu jung. Für Herr sind Sie noch zu jung? Ja, ja. Ich wusste nicht, dass Geschlecht ein Alter hat. Aber ist kein Problem. Also bist du jetzt erstmal 9 Binakular und dann wischen. Bist du jetzt erstmal neu non-binakular oder was?
Das ist mir ganz groß, ganz hoch gegriffen. Alles klar, also bist du schon mal, dann nenne ich, wieso bist du Daydem oder? Hier schiert das erstmal mit? Mehr weiß ich gerade nicht. Er sieht ein paar schon. Bist du ein ganz lustiger heute oder? Nein, ja nicht. Also das ist ja kein Problem, aber das können wir auch fechten. So, folgendes, ich würd gern auf Klo gehen. In Fachsprache sagt man das, in Fachjargon sagt man das, ich würde gern für kleinen Chirurgen, weißt du. Der kurze Schlauchlüfter, frisch. Reinigungsmittel ausschütten, weißt du. Also, ich sage es das. Mit dem ist gleich, gell? Ich bin gleich da. Ich lasse euch mit den Non-Binocular alleine. Mit den Zidern, den Non-Binocular. Sobald ich wieder da bin, übernehme ich das Ganze, weißt du? Bis gleich. Shit, er geht Schlauchlüfte. Also Non-Binocular. Das ist, Digga. Ja, hallo? Nein, Bonus. Ja, Alin? Genau, was ist hier, Bro? Oh mein Gott, Anlavi. Ja. Der ist gerade Toilette, Digga. Siehst du, du schreibst dir, ich weiß nicht. Ah, verdammt. Der hat seine Brille wieder hier vergessen, gell? Der Sherro. Da steht die aber schon krass gut. Also der Chai-Extremer und er hat gesagt, Cappy mit Brille. Das war schon krass. Meint ihr? Das wiegt, also Hand aufs Herz, das steht dir wirklich krass. Also ich bin dir ehrlich, ich bin eh 1,38. Mit der Brille habe ich locker 1,75. Na, ja, mehr. Aber ja, ich muss wieder los. Wir hören uns, gell, bis gleich. Alles klar. Herr Ali? Weil ich mit dem Herrn neuen Binocular Zeiten wieder. So, da sind wir wieder. Das haben wir jetzt hinter uns gebracht, ja? Ist nicht eine leichte Angelegenheit bei, ne, so einem. Ja. Also, haben Sie auch einen Nachnamen? Balter. Hat das einen Ursprung? Hat das auch eine Bedeutung oder ist es einfach so dahergelaufen? Alphabet, zusammengewürfelter Name ist es, oder wie ist das? Wenn man es im Türkischen übersetzt, heißt es Axt. Axt, ne? Axt! Also das ist doch eine witzige Angelegenheit hier. Sie heißen wie Axt. Ja, ist mit Nachnamen Axt. Das ist natürlich fragwürdig, gell? Da würde ich mir Gedanken machen, ob ich nicht doch adoptiert bin, gell? Das ist mal so eine Angelegenheit. Sind Ihre Eltern bekannt? Nicht so, weil. Also Sie kennen Ihre Eltern nicht. Aha, das erklärt einiges. Wo hat man Sie denn aufgefunden? Ist das irgendwie, kann man das nachweisen, oder? Ist da ein Bericht vorhanden? Kann man das lesen, oder wie ist das? Ich habe sehr lange gesucht, aber ich habe wirklich nie eine Antwort bekommen, Herr Alim Bey. Vielleicht können Sie mir da helfen. Was haben Sie denn gesucht? Woher ich eigentlich wirklich komme. Aha, also wichtig ist ja nicht, woher man kommt, wichtig ist ja, wohin man geht, ne? Das ist doch wieder ein Tengelklopfer, gell? Das ist doch wieder so ein Sach für sich, gell? Ja, gell? Das ist doch wieder... Ich schon wieder ein Dach für sich Ich würde Ihnen was zu Herzen legen. Ja, Herr Alibe. Suchen Sie nach Ihren Eltern. Verklagen Sie direkt. Ja. Für kaputtes Erbgut. Ne, das ist halt nicht richtig, was Sie da vermittelt haben. Und die Eltern auch gleich informieren von Abtreibung. Ja, dass sowas nicht nochmal passiert. Ja, bitte. Ja. Okay, alles klar. Ja, wir können auch natürlich selbstverständlich auch ein Vasektomie eingehen. Also ich kenne Vaselin. Das ist Vasektomie. Das ist was ganz anderes, gell? Das können wir auch gleich machen. Also falls, ne? Verklagen direkt. Also wir können das. Das können wir. Ich kann gar nicht mehr. Können wir das fechten, oder? Das können wir natürlich auch fechten. Aber ich glaube, bei ihrer Größe verlieren sie, weil das ist ja großes Fechtmaterial, was sie da haben. Also ich habe auch viele Anwälte dahin. Folgendes würde ich Ihnen noch mit auf den Weg geben, Herr Non-Binocular. Nächstes Mal Geschlecht festlegen. Das wäre hilfreich. Ich wünsche Ihnen noch einen angenehmen Abend. Hoffentlich stressfrei, gell? So bei Ihrem Alter. Das ist doch eine Sache, gell? Kurz Wasserkocher geworden. Identifizieren Sie sich auch als Objekt? Sind Sie jetzt Wasserkocher? Haben Sie jetzt eine Fusion betrieben? Vierilin 63.
Also bei der Namensgebung würde ich mir schon ein bisschen mehr Kreativität einfallen lassen, Firlin. Ne? Das ist nicht, das ist jetzt nicht wirklich hier witzig, was ich hier betreibe. Das geht hier um Krankheiten, gell? Ne? Ich habe sehr stark Oberschenkelschmerzen. Was kann ich tun, Doktor? Das ist klar. Wenn ich die ganze Zeit so einen Schenkelklopfer mache. Also, da trage ich auch ein bisschen die Schuld. Ne? Das ist klar. Weil wenn ich die ganze Zeit. Wenn ich die ganze Zeit Schenkelklopfer verballert, dann dass dieser Oberschenkel wehtut, ist normal. Das ist doch herrlich hier. Das ist herrlich, das kann ich den ganzen Tag machen. Das ist doch herrlich. Ja. Herrlich. Herrlich. Herr Doktor, wie soll ich mich dann benennen? Sagen Sie mir mal ein paar Ideen. Also du, da brauchst du mich jetzt nicht fragen. Dafür sind deine Eltern da, Kerle. Gell, Firlin? Das sollte schon, also die Namensgebung sollte schon von den Eltern passieren, gell? Herrlich. Also wir haben ja hier schon 9 Binokular Zeiten gehabt vorhin. Der wusste auch nicht, was er ist. Ne? Sein Name ist auch Baltar. Da würde ich mir auch Gedanken machen, Firlin. Gell? Gell? Ja. Herr Doktor, sind Sie auch DJ wegen den Kopfhörern? Das liegt daran, dass ich den Druck nicht aushalte. Luftdruck. Ja. Das Problem ist, ich habe so ein enormes Gehirn. Ich habe so ein enormes Gehirn. Das ist so krass, gigantisch. Man dachte, ich leide an Elefantitis, weil das Gehirn ist ausgeprägt groß. Und da ist es halt schwierig, mein Gleichgewicht zu halten durch mein Ohrmuscheln. Ja. Deswegen trage ich halt Kopfhörer. Ja. Ehrlich. Das ist halt ein Schenkelklopfen. Gell? Firlin, jawohl. Wahrlich ein Festen, ja. Herr Doktor, ich habe Probleme beim Zunehmen. Können Sie mir. Du, also weiß ich. Du hast Zuckungen im Muskel. Du hast jetzt Probleme auch beim Zunehmen. Ich würde dir raten, ja. Ding. Da suchst du was anderes auf. Vielleicht eine Psychiatrie. Ne? Oder halt auch Neurologie. Weil das ist, glaube ich, was Kopfsache technisch. Ne? Ich glaube, da kann ich dir jetzt nicht viel helfen. Das hat nichts mehr mit Physis zu tun, sondern da ist halt wirklich. Da ist halt auch Psychologie im Spiel, gell? Ja. Herr Doktor, mein Lachgetriebe ist kaputt. Wo kann ich mich untersuchen lassen? Das ist jetzt eine schwierige Frage, Maruk. Weil du stehst immer noch unter Vertrag bei uns. Da musst du natürlich zu einem Arzt von nebenan gehen, gell? Weil du darfst die Konkurrenz jetzt nicht supporten. Das ist halt die Sache. Deswegen bin ich dir ehrlich. Würde ich dir raten, gehst mal zum Dr. Günther. Günther von Baum, der ist im 3. Stock bei uns drüber, gell? Im Kindertagesstättenzentrum. Du musst halt hoch. Betriebsarzt. Ganz klare technische Sache ist das. Der soll das dann lösen, gell? Von Günther von Baum, der ist im 3. Stock bei uns drüber, gell? Im Kindertagesstättenzentrum. Du musst halt hoch. Betriebsarzt. Ganz klare technische Sache ist das. Der soll das dann lösen, gell? So. Wir fahren fort. Ja. Wir haben Ruhe. Wir sind hier wegen einem kleinen Auftrag. Wir müssen hier immer noch, ne? In Leichnam. Ja. So. Wir soll ein Schnitt Katheterdrol mit Skalpell. Das ist eine klare Sache. Das weiß ich, was da zu tun ist. Das ist das Falsche. Egal, davon kann ich mitnehmen. So, ist die junge Dame immer noch da? Ah, die junge Dame ist immer noch da. So. Batterieklemme. Dann brauchen wir natürlich den Schlauch dazu, gell? Unsere Schicht ist noch nicht zu Ende. Ja, ja. Die, Alter, die Pflicht ruft. Die Pflicht ruft natürlich, das ist klar. Können wir bitte das Licht wieder anlassen? Danke, hallo. Vielen Dank. Entschuldigung, können Sie sich bitte wieder hinlegen? Der war aber schnell. Herr Koster war der Name, oder? Bin mir nicht ganz sicher. Einen Augenblick.
Muss noch mal im System gucken. Costa, jawohl, Herr Maurice Costa. Entschuldigung! Herr Costa! Wir haben ein kleines Problem. Nein! Ich bin nicht Costa, amana kör. Also das ist doch eine Sache für sich, gell? Ich sag mal, also Arzt sein ist eine Sache, ne? Und hier das Psychospielchen eine andere Sache, gell? I miss you so much. Ich vermisse dich so much, mir ist alles egal geworden. I don't wanna be here without you. Please, just... Zwangsvorstellungen, Wahnvorstellungen, PTSD, leichte Borderline. Ah, die Frau hat's echt in sich. Somebody, get me out of here! They're gonna kill me! Stop it! Ich hab noch einen Trocker bei mir, Pisskerbsebak. High Risk, geh mal rein. So haben wir unser Studium auch genannt. Also, weil wir nie gelernt haben, gell? High Risk. Das war so eine Sache für sich, gell? Ja, ich bin so witzig heute. Also, es ist so herrlich. Ne? So. Dann müssen Sie den Ankerkanal folgen. Aha. Okay, machen wir gleich, gell? Wohin geht denn der Kanal, dass man den folgt? Herrlich. Darauf erstmal ein Shot Rotbecken, geil. Jawohl. Oder so, wie ich auch immer sage, Klosterfrau und Melissa Geist, weißt du? Wenn's vorne juckt und hinten beißt, benutze Klosterfrau und Melissa Geist. Ich will so nicht, das ist herrlich. Herrlich. Also, das ist herrlich, der kann ich mir. Ihre Lache ist ansteckender als eine Ekeldung. Ekeldung, Deutsch würde ich auch, ne, bevorzugen zu lernen, das ist auch wichtig. Ich kann nehme. Aha. Also, ich weiß, ich möchte jetzt echt nicht der Grießkrämer sein, gell? Will ich nicht. Aber manche von euch, ich finde, ihr solltet wirklich an eurem Sozialverhalten ein bisschen rumfallen, ja? Das finde ich jetzt nicht cool. Also viele von, cool, habt ihr es verstanden? Jugendsprache. Ich finde, es ist echt nicht gut von euch, dass ihr die deutsche Sprache so verhöhnt, ne? Das ist echt nicht gut. Gell? Gell? Ich kann nicht mehr. Was soll denn das heißen jetzt? Du hast das so ausgesprochen, Doktor. Sind wir schon so weit, dass wir uns duzen? Frau, sie war's. Selena X, sie war's. Sind wir so weit, dass wir uns duzen? Also, mir sind sie noch nicht vor ein Äuglein kommt. Ne? Ich sag, wie es ist. LMAO. Verstehen Sie? Ich kann das auch. Ich kann auch mich auf ihr Niveau runterhängen lassen. Ja, weil das ist wie ein Boot. Wenn ich auf ihr Niveau runterkommen will, muss ich halt sinken. Das hat auch der Jack gesagt. Damals sind auf Titanic drauf, weißt du? Ja, gerne. Im Film. Kennt ihr den Film? Super Klassiker. Titanic. Super Klassiker. Das ist halt ein wahnsinnskreter Film. Also ich weiß noch, als Jack und die kleine Roseblüte im Auto drin war, in diesem Grotletle Titanic im Auto, und als die Hand an Fenster gemacht hat und als ich dort Pompacke gemacht haben in der Auge. Das war ein krass, das war gerade eine so heftige Szene. Da erinnere ich mich, da war ich 11 oder so. Ja. Wahrscheinlich kommt die sexuelle Störung daher. Mag sein. Ja. Weiter im Kontext. Herr Doktor, was ist Pompacke? Das ist, wenn man, ich erkläre es Ihnen kurz, wenn man den Trocar nimmt, ja, den Trocar nimmt, und Mruk, erzählen Sie mir nichts, ja? Sie und, ich weiß noch, Sie und der männliche Schwester da hinten, der Jacob, da, ich hab's schon erwischt. Letztens, in meiner kleinen Mittagspause, wo ich mein Fest beißen wollte, ich hab's schon erwischt, in einer kleinen Kabine drin, war sie da, ne? Das sah nicht so aus wie hier eine Untersuchung von Backenzahn. Ich sage euch, wie es ist. Also mit einer Zunge, die Zähne vom anderen gegenüber zu untersuchen, das ist jetzt nicht glaubwürdig. Hm? Wir kommen vom Fach, Fräulein. Mir wisst, was ist. Okay? Ich wollte es jetzt hier nicht bloßstellen vor 34.000 Zuschauern. Was sein muss, muss sein.
Ne? Auch ich muss ja irgendwo mal hier zurückhaltet. Gell? Herr Doktor, wieso trinken Sie keinen Kräutertee, sondern so Energy Drink? Das ist kein Energiegetränk. Ja, das ist von meinem Halbbruder. Da ist was gefüllt. Da ist was anderes drin. Das kann ich Ihnen leider nicht sagen. Ja, ich habe einen Tipp: Kokain. Das ist schon witzig. Natürlich ist es ein Witz. Ist ein Witz. Das ist natürlich ein Witz, gell? Das ist nicht Kokain, sondern Amphetamine. Ja. Das ist natürlich das. Ruhe jetzt! Ruhe! Zurück zum Thema, ne? Zurück zum Thema. Ja, ne? So, wo war denn die Tür zu High Risk, Low Reward? Da haben wir's. Ja, Doktor, bitte schreiben Sie mich eine Woche krank, hab keinen Bock auf, gar kein Problem, Herr Aragorn. Können wir gleich machen. Aha. Wir haben Besuch. Ich komme gleich zu Ihnen. Sehr geehrter Herr Moisky, wir verfolgen jegliche falschen AO und werden uns direkt im betriebsärztlichen Dienst. Jawohl, Muruk, vielen Dank. Es gibt eine Gehaltserhöhung von 42 Cent. Ich weiß. Ich weiß. Das schockiert dich genauso wie mich, aber ich habe heute einen guten Tag. Ne? Also das ist krass. Ich weiß. Da ist jemand schüchtern. Du, Entschuldigung, aber können wir uns diskutieren? Ich sag doch, diese Schalten hat natürlich paranormale Schizophrenie und Borderline-Persönlichkeitsstörung. Natürlich, bitte, bevor ihr sowas macht, bitte sucht euch Hilfe. Hilfe gibt's überall. Herr Doc, ich habe neulich aus Versehen mit offenen Augen genossen und ich glaube, mein Körper hat einen Screenshot gemacht. Ist das jetzt eine Feststellung? Ist es eine Hilfestellung? Was, ich kann daraus jetzt nicht viel rausziehen, ne? Herr Utakata, das ist ein bisschen kritisch. Da würde ich jetzt echt nochmal bitten, da ihre Fragestellung richtig zu formulieren, ne? Das ist eine Tatsache, die sie jetzt geäußert haben. Ist schwierig, schwierig. Ja, ja. Intellekt und IQ fällt halt nicht vom Himmel, ne? Fällt halt nicht vom Himmel, gell? Entschuldigung. Ja, ja. Die hängt ab. Das ist natürlich auch klassisch. Jetzt meine Augen etwas weiter draußen, wissen Sie, ich sehe 5 Meter weiter. Ja, das ist doch gut, das ist doch hervorragend, oder? Das ist doch natürlich wichtig, das ist doch schön. Wenn Sie 5 Meter weiter sehen, müssen Sie 5 Meter weniger laufen, gell? Da müssen Sie 5 Meter weniger... Ja, glaube ich, also das ist halt krass, ne? Das ist halt... Oh! Bennett. You should have died when you had the chance. Was ist denn so lustig? Kerle. Sind wir wieder zu uns gekommen, Rebecca Fräulein? Hä? Können wir jetzt wieder an Arbeit? Immer diese Pausen zwischendurch, die sie macht, gell? Potzblitz. So, wo war ich stehen geblieben? Herr Costa, Pumpe einschalten und Körperspüschel. Jawohl. Wer ist das eigentlich, der das ist? Kann mir wer helfen? Detoxio. Aha, da haben wir, glaube ich, übermotivierten kleinen Veganer bei uns. Detox, ne? Detox, Trink. Der ist, glaube ich, im Training unterwegs, gell, der Kerle? Detoxio, aha. Och, super. Alright. Fühlen sich wieder wie 40, gell? Leider tot. Aber gut drauf. Da ist wieder jemand. Entschuldigung, aber wir haben geschlossen. Das habe ich Ihnen auch vorhin gesagt. Ne? Da ihr kleiner Cousin war auch da im Gang drin. Das habe ich Ihnen gesagt, wir haben geschlossen. Kann ich Ihnen weiterhelfen? Was machen wir jetzt mit Ihnen? Ja, soll ich auch in Hocke gehen? Verstehen wir uns jetzt besser? Entschuldigung. Du, also, ich zähle jetzt bis 3, dann sind sie aber ganz schnell weg. 1, 2, 3! Immer die Jugend heutzutage, immer diese Einbrüche. Danke! So. So, wir haben. Oh, nein, Sikerim, rede nicht, du wirst sterben. Du bist schon tot. Guess what? Also. Ich weiß, eines Tages wird jeder sterben. Aber ist schon ein Schenkelklopfer. Wir nehmen sie jetzt mit, Herr Koschta, gell? Und fertig. Was ist denn jetzt der Plan? Da ist doch jemand, oder? Guck, guck, du kleine Schlampe. Also, ich habe das gerade deinem Freund gesagt. Ihr sollt euch verziehen. Weg mit dir jetzt! Danke. Ja, ich glaube, wir können schließen und nach Hause gehen, oder? Ich würde jetzt gern Schicht machen im Schacht, weil auch ein fleißiges Bienchen muss zurück nach Hause fliegen, summen, gell?
Also ist klar. Ist natürlich. So. Ja. Dann machen wir uns natürlich ab nach Hause. Das war klar, wir haben gut gearbeitet heute. Willst du auch, Schatzi, willst du auch das Auto starten oder wie ist das eigentlich? Wollen wir jetzt nicht nach Hause? Wir haben doch schon gearbeitet, oder? Was ist denn jetzt der Plan? Wollen wir jetzt nicht nach Hause gehen einfach, oder? Da ist ja das Licht ausgegangen, gell? Oh, da ist. Hallo, Entschuldigung. Hallo, ist da jemand? Hallo. Du, also das ist, also im Gang wird, also im Gang wird nicht gerannt jetzt, ne? Hier wird es nicht gerannt. Ah, schön, Nuke, irgendwas passiert gleich. Irgendwas platzt gleich. Also irgendwas explodiert gleich. Muss ich den nochmal mitnehmen? Der sieht mir normal aus. Verbrenn den jetzt einfach mal. Entschuldigung. Oh, I've just been waiting for so, so long. What? What are you? Oh no, you didn't use the mark. Rebecca. Rebecca's not here, you fucking idiot. You fucking worthless. Watch your flesh, boy. And drink it as nuts from your pitiful frame. What a shit. So eine andere Art von Yoga. Also ich bedanke mich recht herzlich bei Ihnen. Ich hole den Anil wieder. Ja, mit dem können Sie sich wieder zusammensetzen. Ich bin für heute raus, würde ich sagen. Wir kommen gleich, gell? So, jetzt bin ich wieder da. Ich hoffe, ihr hattet Spaß mit Anil. Schlaf gut, Leute. Ich wünsche euch was. Schlaf schön, träum was Schönes. Pass auf euch auf.